Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Allmächtiger, ewiger Gott, wir loben und preisen dich, wir verherrlichen dich und sagen dir Dank, dass wir zusammen sein dürfen, über dieses Thema ein bisschen nachdenken in einer kurzen Zeit. Sonst mache ich jetzt 2 Stunden darüber oder noch mehr über die Unterscheidung der Geister. Aber ich habe jetzt versucht, das zusammenzufassen, weil die Unterscheidung der Geister ist nicht ganz so einfach. Wir dürfen wirklich uns Mühe geben mit diesem Thema. Ich weiß noch, als Priesteramtskandidat habe ich eine CD von Johannes B. Scaramelli. Das ist die bekannteste Unterscheidung der Geister. Das ist ein kleines Büchlein, könnt ihr auch mal vielleicht im Handel bekommt man das. Das bekannteste so im katholischen Bereich auch, wo er das ganz gut ausarbeitet, wo viele Beispiele auch drin sind, über die Unterscheidung der Geister. Ignatius von Loyola kennt ihr auch, da ist auch sehr, sehr viel. Und noch von anderen, Kardinal Boa, glaube ich, heißt er oder so, oder Bona heißt er, Bona, Entschuldigung. Das sind auch noch Unterscheidungen der Geister. Viele haben darüber geschrieben. Aber die schönste finde ich, wo ich gelesen habe, auch eben die von Ignatius und auch von diesem Johannes B. Scaramelli, Jesuit gewesen, auch in der Schule der Jesuiten, dass wir ein bisschen hineinkommen und ein Gespür bekommen, was ist der göttliche Geist und der widergöttliche Geist. Was für Merkmale gibt es, dass du erkennen kannst, dass der Geist am Wirken ist. Der Heilige Geist oder der widergöttliche Geist. Und ich weiß noch, ich habe 30 Mal die Kassette angehört. Das ist doch kein CD oder DVD oder Stick gewesen, jetzt wie es jetzt ist. Und auch noch keine YouTube-Kanäle. 30 Mal habe ich das runter und hin und her überlegt, weil ich wusste, das muss sitzen, wenn ich jetzt den Weg mit Gott gehe. Ich will ein bisschen unterscheiden. Und das war so das Steckenpferd auch, wo ich wusste, das muss es sein, da muss ich lang gehen, dass ich nicht auf den Leim gehe, weil man sah natürlich, wenn man im Beruf ist, vieles geht so schief und die einen denken das, die anderen denken das. Wie kann man da unterscheiden? Selbst die Heilige Schrift, wer kann mich jetzt einführen, wie ich jetzt das zu verstehen habe? Wie komme ich in den richtigen Sinn? Es gibt verschiedene Auslegungsmöglichkeiten, aber dass wir so eine Sicherheit bekommen und die Merkmale erkennen können, der Unterscheidung der Geister ist ganz, ganz wichtig und der heutigen Zeit enorm wichtig, weil der Zeitgeist und der Mainstream-Geist und der widergöttliche Geist, der sich hinter dem Weltgeist letztlich verbirgt und auch was man in der Welt so denkt, verbirgt, um uns zu verführen, um uns vom wahren Heiligen Geist wegzubringen. Von dem Geist, der von Gott kommt. Wir haben nicht einen Geist der Welt empfangen, versteht ihr? Sondern einen Geist, in dem wir rufen, aber Vater, der uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind und sind wir Kinder Gottes, dann auch Erben. Erben in Jesu Christi. Alles, was Christus hat, vererbt er uns und schenkt es uns, dass wir aus dieser Fülle leben. Im ersten Johannesbrief heißt dann, wir haben eine Salbung empfangen, die sonst nirgends da ist. Was ist das für eine Salbung, die wir alle bekommen? Nicht nur der Heilige Geist. Der Heilige Geist führt uns in die ganze Wahrheit ein. Die Salbung ist das Wort Gottes. Die Wahrheit. Vater, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wisst ihr, wenn wir im Wort Gottes nicht sind und wenn wir im Wort Gottes sind und wenn wir in diesem Worte Gottes wahrhaft verankert sind, dann haben wir die Salbung empfangen. Dann lebt das Wort Gottes in dir. Dann ist es wirklich so weit, dass du von dir selbst sagen kannst, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was hat er uns gegeben? Sein Wort und sein Sakrament haben wir in seiner heiligen Kirche, die er uns geschenkt hat, begründet. Wir haben nicht mehr.
dann natürlich auch den Heiligen Geist, in dem wir alles erkennen können und der uns in die ganze Liebe Gottes und die Erkenntnis Gottes einführt. Da brauchen wir den Heiligen Geist, dass wir alles in rechter Weise verstehen. Und das ist der Heilige Geist. Und da heißt es in der Heiligen Schrift, wenn ein Weltmensch, der im weltlichen Geist ist, der kann nicht urteilen über den göttlichen Geist. Der kann das nicht. Es ist wie wenn du auf der Mittelwelle sendest und er auf UKW. Du triffst dich nicht. Manchmal kannst du an den Menschen runterreden und die verstehen dich nicht. Dann lass ihn. Du kannst nur beten, dass der Geist ihm das eröffnet. Genauso erkennen wir auch diesen weltlichen Geist, wenn er uns dann vereinnahmt und wir immer mehr abrutschen. Manchmal kommen sie nach den Exerzitien, die Leute, und dann haben sie sich wieder angemeldet. Herr Pfarrer Fim, jetzt bin ich abgerutscht seit den letzten Exerzitien und jetzt brauche ich wieder Auffrischung. Jetzt hat mich wieder der Weltgeist angeknabbert. Jetzt hat mich wieder der Weltgeist in Besitz genommen. Versteht ihr? Ich bin wieder lau geworden und abgerutscht. Ja, das braucht nicht sein, dass wir abrutschen. Wenn wir ständig jeden Tag, wenn es nur eine Viertelstunde, eine halbe Stunde im Wort Gottes sind und im Gebet sind, im Rosenkranzgebet, man kann alles nehmen, aber wirklich ganz wichtig, dass wir in der Salbung Gottes sind. Das ist das ewige Wort. Wir dürfen jetzt Schüler Gottes sein, auf die Schulbank sitzen und ihr seid eingeladen als Königskinder, die jetzt so denken dürfen wie Gott. Wie der Sohn Gottes selbst, der es woher hat, dieses Denken? Von sich? Von wem hat er es angenommen, dieses Denken? Vom Vater. Vom Vater hat er es angenommen, seht ihr? Und das Gleiche ist auch bei euch. Von wem nehmen wir es an? Vom Vater. Und der Sohn hat es uns gebracht. Denn wenn er mich hört, hört er nicht mich, sondern den Vater. Und alles, was ich den Vater sagen höre, das sage ich. Und was ist jetzt der Wille des Vaters? Dass ihr an den glaubt, den der Vater gesandt hat. Das ist die Salbung. Und das versteht der Weltmensch nicht, er müsste es verstehen. Das verstehen sie nicht. Da redest du in einer Fremdsprache. Das muss zuerst mal verdolmetscht werden. Und da braucht es den Geist, dass dieser göttliche Geist auch in dieses Denken des Weltmenschen hineinkommt. Des Fleisches Menschen, des hedonistischen Menschen, des lustorientierten Menschen. Deswegen sind wir manchmal so wie Fremdkörper in dieser Welt. Du spürst es. Wir sind eben von Gott. Wir haben das angenommen, was von Gott kommt. Das Denken Gottes. Deswegen heißt es nicht, kehrt um, sondern Metanoia. Denkt um. Kehr dein Denken um, so sehr, dass du jetzt was annimmst? Das Denken Gottes. Das der Sohn von Ewigkeit vom Vater angenommen hat als ewiges Wort. Und deswegen ist er das Wort. Deswegen repräsentiert er den Vater so sehr, dass der Vater nicht selbst kommen musste. Er hat nicht gesagt, weißt du, den Sohn, den kann ich nicht schicken. Unmöglich. Der hat es nicht so auf der Rolle. Ich muss schon selbst gehen. Dem kann ich ja nichts zutrauen, oder? Manchmal machen es die Väter so mit den Jungen. Furchtbar. Mit den Söhnen oder den Töchtern. Dann wollen sie alles selbst machen. Macht es der Vater? Seht ihr, was der für ein Vertrauen hat? In seinen Sohn, sodass er der Repräsentant des Vaters ist, so sehr, dass er sagt, wenn er mich sieht, seht ihr den Vater. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Das ist die Offenbarung des Vaters. Und das dürfen wir studieren, jetzt bis zum Ende des Lebens, wie er sich verhalten hat, was er getan hat, was er gesagt hat und das so verinnerlichen, dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Dann hast du die Salbung in dir.
Und das ist die Salbung schlechthin. Ich erkläre es ganz einfach, dass jeder mitkommt. Und darin ist Jesus gekommen. Das ist etwas ganz Neues. Etwas ganz Neues. Jetzt dürfen wir an dem teilhaben, was der Reichtum Gottes ist. Was ist jetzt das Reich Gottes? Das Wort Gottes, die Erkenntnis Gottes, das ist das Reich Gottes. Christus selbst in seiner Person ist das Reich Gottes, das zu uns gekommen ist. Und wenn du ihn annimmst, deswegen heißt es im ersten Johannesbrief, heißt es in einer Spitze, meine Lieben, wer mein Wort annimmt, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Hört ihr das? Wir wollen doch alle Gott lieben. Vollendet. Habt ihr gehört? Vollendet. Und wie sträflich, meine Lieben, wird dieses ewige Wort, deswegen bin ich als Missionar, versteht ihr, unterwegs, nur dieses Wort zu verkünden und diese Salbung in die Herzen zu bringen, die uns diese Unterscheidung der Geister gibt. Denn wenn dieser Geist und die Erkenntnis Gottes in uns ist, dann kann dich keiner mehr belehren, weil du vom höchsten Gott belehrt bist. Weil du ein Schüler Gottes bist, der nicht von der Welt belehrt ist. Ja, das nehmen wir auch noch an, was in der Welt durch die Wissenschaften als solches rausgekommen sind. Aber was nutzt es, wenn sie es noch so viel wissen und wenn sie noch so viel Erkenntnisse gewinnen, wo sie im Grunde nur nachdenken, was Gott im Grunde in seiner Allmacht getan hat, in seiner Schönheit der Schöpfung. Wir kommen ja hinter die Geheimnisse gar nicht hin, im Makro- und im Mikrokosmos. Was wissen wir denn schon? Wir müssen geradezu so demütig wie Sokrates sein, der sagt, je mehr, dass ich weiß, weiß ich, dass ich eben nichts weiß. Gell? Dass ich nichts weiß. Wo ist diese Demut da? Und manchmal zelebrieren sie ihre Gescheitheit. Aber der Herr sagt es, ich preise dich, Vater, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen. Warum? Weil sie nicht angenommen haben. Weil sie das ewige Wort des Vaters nicht angenommen haben, obwohl sie so gescheit sind. Und wer nimmt es an? Die Einfachen und Unmündigen. Denen hat er es offenbart. Stellt euch das mal vor, es gibt doch ganz einfache Unmündige, die hochgelehrt sind, die dieses ewige Wort annehmen, des Vaters. Das ist die Salbung. Mit der können wir alles unterscheiden. Das ist Kriterium der Unterscheidung der Geister. Und dass wir es verstehen als Kinder Gottes, schickt Gott die Liebe Gottes in unsere Herzen, indem wir dieses Wort verstehen. Weil es ist seine innerste Liebe, dass die Kinder das verstehen. Wie hat es der Sohn verstanden, das ewige Wort des Vaters, von Ewigkeit her? In der Liebe des Heiligen Geistes. Und hat es so angenommen, wie es das Seinige ist. Deswegen hat der Sohn das, was der Vater ist. Alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, ist mein. Merkt ihr, wir kommen ganz tief in die Dreifaltigkeit hinein, dass er das einfach verspürt. Und genau so sucht er jetzt Menschen hier, wie den ewigen Sohn von Ewigkeit. Der ist immer schon bei ihm, versteht ihr, den braucht er nicht suchen. Wir haben weltliche Begriffe, die einfach so schwach sind. Aber von Ewigkeit zu Ewigkeit nimmt er es an. Er will auch nicht mehr noch sein. Ich muss jetzt den Vater überflügeln, ich muss noch mehr sein wie der Vater, versteht ihr? Ja, ich muss noch eins auf die Pfanne legen. Ja, so wie der Assistent irgendwann den Professor überflügelt und vielleicht ihn noch weiter entwickelt. Das braucht er nicht. Gott entwickelt sich nicht, sondern er ist die Vollkommenheit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und deswegen weiß auch der Sohn, dass das, was vom Vater kommt, vollkommen ist. Er muss nicht noch eins draufsetzen. Deswegen sagt er, alles, was ich den Vater höre, das sage ich. Alles, was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Alles sage ich. Und jetzt sucht der Menschen,
wie euch, die auch in diese Schule gehen und alle Worte des Vaters aufnehmen, sodass du da hinstehen kannst und einfach einen Vortrag auf der Stelle, es kommt heraus aus dir, weil das ewige Wort in dir wohnt. Christus in dir wohnt. Da braucht es so Jugendlichen, weil die bekehren Jugendliche. Und Familien bekehren wieder Familien. Und da müssen wir so im Wort Gottes sein, dass die Salbung ist. Und das Kriterium, dass du die Geister unterscheiden kannst. Wisst ihr, das ist das Erste, dass du im Wort Gottes bist, dass du überhaupt die Geister unterscheiden kannst. Dass du im Katechismus bist, der die authentische Auslegung des ewigen Wortes ist. Wisst ihr, durch das Wort Gottes sind viele Irrtümer gekommen. Weil jeder es nach eigener Fasson ausgelegt habe. Aber Petrus sagt, keiner soll das Wort eigenmächtig auslegen. Deswegen haben wir ein Lehramt. Da ist gerungen worden, da haben viele nachgedacht. Und dann ist entschieden worden. Und das ist der Glaube. Was du binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Was du lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Deswegen haben wir in der katholischen Kirche ein Lehramt. Und ein Glaube, ein Katechismus, der unverfälscht ist. Da weißt du ganz sicher, das ist Wahrheit. Das ist Wahrheit. So wenige, Hand aufs Herz. Wann hast du das letzte Mal im Katechismus gelesen? Im Wort Gottes schon. Aber in der authentischen Auslegung des ewigen Wortes im Katechismus, wo du klar weißt, das, so musst du es verstehen. Und das ist von Gott geschenkt, weil Jesus dafür geblutet hat. Ich habe aber für dich gebetet, sagt er zu Petrus, dass dein Glaube nicht wankt. Das gilt für alle Päpste. Im ganzen Lehramt, bei aller Schwäche, versteht ihr, die in den Päpsten auch sind, wie im ersten Papst, wo er sagt, hinter mich Satan, du willst nicht, was Gott will, sondern was Menschen wollen. Das ist immer wieder in den Päpsten drin. Trotzdem führt Gott seine Kirche auf unsichtbare Weise und verankert im Heiligen Geist die Wahrheit in seiner Kirche. Und da kannst du dich drauf stützen. Das ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt die Geister unterscheiden können, ob sie aus Gott sind. Wenn ich diese Kriterien anwende, also das Wort Gottes, die Lehre der Kirche, das ist der Katechismus, und dann die Gebote, die 10 Gebote, ganz sicher, versteht ihr, wenn wir die Gebote irgendwie angekratzt werden, dann weißt du ganz sicher, dass es nicht aus Gott geht. Wenn irgendein Geist spricht gegen die Gebote Gottes, das ist eigentlich das Erste, gegen die Gebote im Alten Testament, da fußt ja alles drauf, als Zweites gegen das Wort und gegen die Lehre und gegen die Anordnungen der Kirche und gegen die Autorität, dann hast du schon. Wenn du so vorgehst, bist du ganz schnell und weißt dann, wo sind die Geister. Da kannst du jede Privatoffenbarung durchleuchten, ob sie echt sind oder nicht, wenn du mit diesen Kriterien dran gehst. Zum Beispiel das Buch der Wahrheit. Ihr kennt es vielleicht, es kursiert ja im Internet dermaßen herum. Meine Lieben, wenn ich nur hingehe und sage, wenn ein Buch sich das Buch der Wahrheit nennt, dann ist es die größte Lüge. Weil es gibt nur ein Buch, das die Wahrheit ist. Wenn der Herr das selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn ein anderes Buch der Privatoffenbarung sich das Buch der Wahrheit nennt, dann ist es ganz sicher ein Buch der Lüge. Und die ganz Konservativen sind abgedriftet in das Zeug. Dann wird der Papst wieder als Antichrist bezeichnet, da wird die Kirche ist jetzt eine Hure von Babylon oder sonst irgendwas, was da alles drin steht. Ich habe am Anfang schon bei einer Botschaft 3 oder 4 theologische Fehler gefunden. Sie gehen und glauben dem Buch mehr als dem ewigen Wort der Wahrheit. Das sind konservative Leute. Das sind Leute, die in die Heilige Messe gehen, die Rosenkranz beten und die gehen auf den Leim.
Wisst ihr, was sie oft mal in sich tragen? Eine Härte, eine Kälte. Und deswegen sind sie angeknackst. Sie sind nicht mehr zufrieden. Aber der Herr hat uns nicht gesagt, dass wir eine ideale Kirche in der Weise bekommen werden, sondern er ist gekommen in diese Zeit, um zu lieben. Und in der Weise auch hat er uns versprochen, dass wir sogar verfolgt werden, dass sie uns hassen, dass sie uns attackieren und alles Mögliche tun. Er hat uns nicht versprochen, manchmal haben die so Idealvorstellungen von der Kirche, wie es früher ist. Und dann wird verworfen, dann wird angegangen und alles niedergerissen, weil sie wieder die wahre, unangetastete Kirche, die Idealkirche, die es gar nicht gibt, ein Luftschloss. Und dann verwerfen sie, sie suchen Schuldige. Und dann wird alles abgeräumt. Das ist der wieder göttliche Geist. Also jetzt gerade mal so ein ganz aktuelles Buch, das im Moment im Internet kursiert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist die größte Lüge. Man weiß auch, dass der Bischof sie verurteilt hat, dass diese Botschaften nicht von Gott kommen. Der Bischof hat sie verurteilt. Und als sie verurteilt wurde, diese PCR-Managerin, die so kommt ja ganz aus der Wirtschaft, die macht da einen Haufen Geld mit, versteht ihr? Ein Haufen Geld. Und dann ist sie erwischt worden, wo dann das in der Zeitung stand, dass der Bischof sie im Grunde verurteilt hat, hat sie die ganzen Zeitungen aufgekauft und in den Kofferraum gepackt. Sie wurde aber gefilmt mit der Kamera, wie sie mit dem Pack der Zeitungen vom Kiosk weggegangen ist, hat noch alle weggekauft, dass ja niemand sie liest. Merkt ihr? Und die Leute rennen nach. Das ist die Wahrheit. Und sie glauben diesem Buch, diesem Pseudobuch der Wahrheit mehr, wie dem ewigen Wort des Vaters. Da können wir wirklich den Kopf hinhalten. Da wissen wir, dass es die Wahrheit ist, mit der authentischen Auslegung der Heiligen Schrift, dem Katechismus. Aber ihr seht, und das Ultrakonservative, wie leicht sie zu verführen sind. Selbst wie es in der Heiligen Schrift heißt, in der Zeit wird als Lichtengel kommen mit viel Wahrheit. Und sogar noch jene zu verführen, die Heiligen zu verführen. Steht alles drin. Ich habe jetzt erst einen Kurs gehalten über die wahren und falschen Propheten. Ich sag's euch, was da im Alten Testament schon rum ist. Ich bin jetzt so weit zu sagen, etwa ja, 70% ist falsch, was da kursiert von den Privatoffenbarungen und 30 sind echt. Da muss man aber ganz gut unterscheiden. Das sage ich euch. Aber man kann nur unterscheiden mit dem Wort und mit der Lehre der Kirche, mit dem Gebot. Das ist ganz, ganz wichtig für euch, auch für die charismatische Erneuerung. Es geht nur so, und da dürfen wir diese Charismen einsetzen, die Gott uns gibt, im ewigen Wort. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und dass der Glaube so verwurzelt ist, also da kann nicht jeder dahergelaufene kommen und sagen, hey, jetzt sage ich euch ein neues Evangelium. Da müssen wir aufpassen. Da musst du unterscheiden, dass du auf dem Fundament bleibst, der Kirche auf dem Felsen und nicht jedem dahergelaufenen, denn es werden viele Messiasse kommen und sagen, ich bin's, ich sag's euch jetzt die Wahrheit und ich führe euch jetzt ein und ich erleuchte euch oder sonst irgendwas, sind viele gekommen und werden auch noch unter Umständen viele kommen, aber dem Wort Gottes glauben sie nicht mehr. Wir haben's da. Und sind nicht mehr richtig drin. Aber das ist die Salbung, versteht ihr? Jetzt gehen wir hinein in die Merkmale, einfach als kleiner Einstieg, dass ihr wisst, um was es geht. Dass wir eine Sicherheit empfangen, versteht ihr? Das ist etwas Schönes, wenn da in den Herzen das ganz, ganz tief verankert ist, diese Merkmale und dass du den Reichtum Jesu Christi in dir hast. Ja? Und da kann man dann ganz gut unterscheiden. Das erste Merkmal, meine Lieben, ist der Friede. Das erste Merkmal und wichtigste Kennzeichen des göttlichen Geistes ist der Friede.
Die Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Milde, Güte, Barmherzigkeit und dergleichen, bis Keuschheit geht es, der Friede. Man spürt den typischen Frieden, der von Gott kommt. Es ist etwas anderes als rein menschliches Wohlbefinden. Ich gebe euch einen Frieden, nicht wie die Welt ihn gibt, sondern wie nur ich ihn geben kann. Und das sind die Entscheidungen, die du im Alltag treffen darfst und treffen musst. Und dann bist du manchmal sehr unruhig. Wenn du aber dann ins Wort Gottes gehst und aus dem alles erwägst und sagst, das ist das Beste. Und wenn dann Frieden kommt, dann weißt du, dass du im Willen Gottes bist. Und wenn du immer nach dem Wort Gottes gehst und nach der Lehre gehst, meine Lieben, das heißt immer wieder die Lehre, die überlieferte Lehre, die jetzt tradiert wurde über 2000 Jahre, was unser Schatz ist, was uns rettet, denn nichts anderes rettet uns. Versteht ihr? Unser Glaube, der die Welt besiegt. Die ganze Welt besiegt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also es werden hier viele Worte geredet, versteht ihr? Von dem kommt ihr nicht in den Himmel. Aber vom Wort Gottes kommt ihr in den Himmel. Weil dieses Wort ewig ist. Speist, lass dich nicht abspeisen mit Mittelmäßigkeit, sondern wir müssen jetzt durch diesen Sauerteig des ewigen Wortes den ganzen Teig dieses Denkens durchsäuern in dieser Welt, dass die Wahrheit hineinkommt. Sonst verliert die Gesellschaft das Haltbarkeitsdatum. Es wird faul, stinkig, es geht kaputt. Die ganze Gesellschaft geht kaputt, wenn wir nicht diesen Sauerteig ihnen schenken. Und sie haben das Recht dazu. Aber wir müssen selbst erfüllt sein von dem. Und auch durchgegangen sein, immer mehr zu lernen, dass dieser Friede kommt. Denn der Herr schenkt, wenn wir immer wieder in sein Wort gehen, immer wieder ringen darum, das ist manchmal ein echtes Ringen, bis du so weit kommst. Und manchmal kannst du halt oftmal auch nicht. Oder sie machen halt, vor der Freiheit des anderen musst du halt machen. Manchmal sind zum Beispiel die Mamas und Papas dermaßen neben dem Wind oder durch den Wind, durch den Wind. Sie wollen fast selbst Erlöser für ihre Kinder sein. Die glauben nichts mehr, sind auf fremden Wegen und so weiter. Und sie gehen immer mehr nach unten. Und du siehst es im Gesicht, wie oft habe ich diese Beispiele vor mir, gerade in den Gesprächen, und dann sind sie dermaßen, sie beißen sich da rein und sie wollen sie bekehren. Ist das der Wille Gottes? Ist es nicht? Wer ist die Erstverantwortung? Wer die Erstverantwortung für eure Kinder? Wer hat sie erschaffen? Der Vater, diese unsterbliche Seele. Wer hat sie erlöst? Christus. Und wer heiligt sie? Der Heilige Geist. Und welche Mutter sorgt für sie mehr wie du als Mutter, weil sie die Mutter der göttlichen Schöpfungs-, also der Schöpfung und Heilsordnung ist, wo sie mitgewirkt hat durch ihre Schmerzen, dass die Erlösung auch zu diesem Kind Gottes kommt. Dann kannst du mal schön in die zweite Reihe gehen. Und manchmal kommt die Bekehrung, wenn du in die zweite Reihe gehst. Und dann kommt Frieden, weil sie sind nicht mehr im Frieden. Sie sind voll durch den Wind und steigern sich hinein. Es muss jetzt geschehen. Dann tust du noch Gott auf der Tasche liegen so. Er sagt, hey, das ist nicht mein Willen. Ich habe ja deinem Kind einen freien Willen gegeben. So geht es nicht. Und dann sind sie voller Unfrieden und haben den Frieden nicht mehr in sich. Zum Beispiel nur ganz konkret, dann kommt kein Frieden mehr. Sie wollen doch auch, ja, eine gute Motivation, aber nicht alles, was gut gemeint ist, ist auch gut getan. Das ist die Unterscheidung der Geister. Und dann geht eben dieser Frieden baden. Und du gehst in die zweite Reihe und sagst, ich helfe dir mit, lieber Gott. Aber du hast die Hauptverantwortung, das ist klasse. Und du hast sie auch. Ich kann sie dir nicht nehmen.
Und du kannst auch nicht an die Stelle Gottes treten. Und manchmal wollen die Eltern an die Stelle Gottes treten und Erlöser sein. Und dann quälen sie sich sogar noch. Die Mütter und Väter quälen sich. Siehst du jetzt nicht, lieber Gott, wie ich leide? Und jetzt lass doch mal was springen. So, versteht ihr? Ist dann unterbewusst. Dann tust du noch Gott auf die Sprünge helfen. Da macht er nicht mit. Und dann ist noch Groll im Herzen unter Umständen gegen Gott. Jetzt bete ich schon so lange und nichts ist. Und was steht in der Schrift? Ein Herz voller Groll und Wut und Zorn erhört Gott nicht. Dann kannst du beten, deine Gebete gehen nur bis zur Zimmerdecke. Nein, wenn du in die zweite Reihe gehst und sagst, Herr, ich helfe dir mit, du hast einen guten Plan. Du weißt, wenn die Mütter und Väter beten zum Beispiel, dann gehen sie nicht verloren. Sag mir, wie ich mitwirke. Nicht so, die Tochter merkt doch das und der Sohn merkt es. Hey, die will mich immer bekehren. Seid liebe sie. Und lass mal Gott das machen, dass sie bekehrt werden. Liebe sie einfach. Und das kannst du in der menschlichen Ordnung als Mutter und Vater, liebst du sie einfach, egal was sie machen, ob sie jetzt gläubig sind oder nicht, liebe sie. Und die Liebe bekehrt. Heißt es nicht in der Schrift, wenn ihr einander liebt, dann werden sie erkennen, dass es einen Vater im Himmel gibt. Die Worte müssen kommen, versteht ihr? Das ist jetzt ganz konkret, dass wir nicht so einfach so jetzt plakativ so ein paar Dinge abklopfen. So musst du reingehen, um den Willen Gottes herauszufinden. Um ihn im Herzen zu verankern. Und in die zweite Reihe gehen. Auch bei den Enkeln, dann wird ein Zeug gemacht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dann werden die Kinder noch wütend und so weiter und so fort. Und ich sage, der liebe Gott hat alles im Griff. Ein Gedanke genügt, um gerettet zu werden. Und dafür betest du. Ein Gedanke würde genügen, um dass die Seele gerettet wird. Wie auch ein Gedanke bei den Engeln genügt hat, dass sie verloren gegangen sind. Ein Gedanke genügt. Und sagt, Herr, ich tue alles, aber in Ruhe und Frieden, in Gelassenheit, immer im Vertrauen auf dich. Du hast alles im Griff. In dir leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Wisst ihr, das ist ganz konkret. Und da ist sehr viel los im Moment. Wisst ihr, wenn ich in Medjugorje am Jugendfestival in 5 Tagen 50 Stunden Beichte hinter mir habe, dann weiß ich, von was ich rede. So, was da alles hochkommt, versteht ihr? Und die Sorgen, deswegen auch ganz, ganz schön, gell? Gib mal die Sorgen ab und tu dich nicht ängstlich sorgen. Dieses ängstlich sorgen. Lass mal den Herrn sorgen. Und sei im Vertrauen, dass er es gut fügt. Ich glaube, dann räumst du endlich mal den Platz, und dass er beginnen kann. Wie oft habe ich auch schon die ganzen Sachen gehabt, auch in dem Bereich der Ehe, wo dann vielleicht der Mann oder die Frau nicht gläubig ist. Ja, was machst du dann? Das ist ein Problem. Wie verhältst du dich jetzt da? Was ist jetzt der Wille Gottes? Und der andere, der geht einfach weg. Da kommt nicht mehr nach. Was machst du? Ich habe es wirklich schon erlebt, dass du jetzt zum Beispiel mal hingehst und preist Gott einfach so, dass du alles gut an deinem Mann jetzt aufschreibst und an deiner Frau aufschreibst und jeden Tag Gott preist dafür. Das Gute. Und nicht dich einschießt auf das Negative, dass es alles auseinandergeht, sondern du preist Gott für das Gute. 3 Dinge gebe ich dir. Gott hat ihn erschaffen oder sie. Gott hat sie erlöst. Und Gott heiligt sie. Und Gott will sie in den Himmel führen. Gott hat eine einzigartige Seele geschenkt, die unverwechselbar ist. Und dann schreib mal auf für alles, was da ist, und preise Gott
Ja, dann ist nach dem Vortrag auch mal jemand gekommen und sagt, ja, kann ich das auch tun? Mein Mann ist jetzt weggegangen, der hat schon eine andere. Kann ich das auch tun, wenn er fort ist? Und ich sage, natürlich können Sie es tun. Wisst ihr, was geschehen ist? Nach 3 Monaten ist er wieder vor der Tür gestanden. Nur durch das Loben. Jetzt macht es mal genauso mit den Kindern, mit den Jugendlichen. Die gehen jetzt vielleicht los und wollen leben. Versteht ihr, wie wir alle mal so in der Pubertät waren? Man sagt, hey, wir wollen mal wie die anderen sein und so. Man sagt, dann danke für das Gute, auch für deine Erziehung. Manchmal bist du auch so, dass du gar nicht deine Erziehung in der Weise, ein Vertrauen in deine Erziehung hast. Und danke mal Gott, dass das Gute sich durchsetzt, was er hineingelegt hat durch dich. Nicht, dass du hineingelegt hast, nicht, dass du wie eine Glucke drauf sitzt, oder? Und dann laufen sie eh alle weg. Dann kommt kein Frieden. Das ist nicht der Wille Gottes. Da kommt kein Frieden, versteht ihr? Unfrieden. Mal das loszulassen und dann zu danken. Und dass Gott der ist, der eingreift bei deinem Ehegatten, bei deinen Kindern, bei deinen Enkeln, bei deinen Nachbarn, bei deinen Verwandten, bei deinen Freunden, in deiner Familie und alle, wo du um dich herum hast. Tu das mal. Danke Gott. Beginne zu danken, beginne zu loben und zu preisen und dann kann er einsetzen. Sofort. Habe ich schon gehabt bei der Lobpreisgruppe, gell? Dann ist er bei einem Einsatz, dann haben sie auf einmal begonnen zu streiten mit dem Kaplan dieser Pfarrei in Zürich war es. Auf einmal fangen die an zu streiten. Bin ich nebendran gestanden, habe gelächelt und gesagt, Herr, ich lobe und preise dich, dass du das jetzt in die Hand nimmst. Einfach gelobt und gepriesen. Und auf einmal war weg. Einfach weg. Das Böse muss weichen, wenn du Gott lobst und preist. Und was kommt dann? Frieden. Und da musst du manchmal von dir weggehen. Und ich sage es euch, der Unfriede zeigt uns, der in unserem Herzen ist, wo du Gott im Weg stehst. Ich sage jetzt ganz dezidiert, wo du Gott im Weg stehst. Und wir stehen ihm oft im Wege. Da musst du mal in die zweite Reihe. Und da kriegst du schon nicht so viel Gegenwind ab. Ja? Und manchmal gehen sie dann noch hin und versuchen da mit Befreiungsgebeten und was weiß ich und Exorzismusgebeten da noch dran zu gehen. Ist ein totaler Quatsch. Wisst ihr, wenn die nicht wollen, wenn du da Befreiungsgebete oder sonst was oder kleinen Exorzismus hinterher nachbetest, da wird es noch schlimmer. Wenn sie nämlich nicht wollen und du schickst das Böse weg, dann geht es weg und sucht sich 7 Schlimmere und kommt zurück, und dann wird es noch schlimmer. Was, Herr Pfarrer Finn? Sagt, ja, haben wir schon gehabt. Wenn sie nicht richtig umkehren, dann wird es noch schlimmer. Aber dass sie umkehren und diese Begegnung mit Gott haben, diese Initialzündung, die nicht du machen kannst, und gerade in der Familie musst du dich total zurückhalten. Ich auch in meiner Familie. Der Prophet ist im eigenen Land und Dorf oder Stadt nichts wert. Versteht ihr? Lernt das, dann kommt Frieden. Das Gegenteilige ist natürlich die Unruhe, die Verwirrung, der Trübsinn. Das ist ständig da. Das beobachte ich dann. Geh doch mal zurück. Gott hat alles im Griff, nicht du. Deine Kinder sind nicht dein Eigentum. Und dein Mann ist nicht dein Eigentum und deine Frau ist nicht dein Eigentum. Und auch nicht jene, die mir anvertraut sind, ich gebe sie alle weg. Ich durfte jetzt gerade kommen aus Medjugorje, habe mit 250, 300 Leuten Exerzitien gehabt. Ich sag's euch, was da los war. Du musst jeden Abend hingehen und alles Jesus geben. Ich spür's, wie es weggeht. Die ganzen Geschichten und alles, was du gehört hast, alles weg. Ich kann sie nicht tragen, Jesus. Und ich mich selbst auch nicht. Und du trägst mich.
So musst du beten. Bist ein Kind, oder? Bist doch ein Kind. Kannst du dich selbst tragen? Ich muss es weggeben. Sonst hängt alles an mir. Kann ich das tragen? Ich breche zusammen. Und manchmal hast du so viel an dir hängen. Und du musst es weggeben. Und da ist dann Unruhe, Verwirrung und alles Mögliche. Aber wenn du sagst, Herr, du, das muss ich, das ist die erste Gnade, die wir haben müssen als Priester, die wir jetzt vielleicht wirklich stark in der Seelsorge frequentiert sind. Das ist die erste Gabe, die wir haben müssen. Abgeben. Herr, du, ich kann es nicht tragen. Ich bin nur dein kleines Werkzeug. Schau mal, jetzt musst du es noch reinigen, und dass du es wieder in die Hand nehmen kannst, weil ich kann nichts tun ohne dich. Ha? Merkt ihr? Da kommen wir hinein, und das kannst du auf alles anwenden. Überall gib's ab. Lass Jesus das machen. Und da kannst du dich gehörig reingraben, ohne Ende. Manchmal machen sie so, da musste noch was sein in meiner Vergangenheit, da bin ich so sehr verletzt und alles Mögliche. Und sie machen tausende von Heilungsexerzitien. Machen wir ja auch, versteht ihr? Wir helfen den Menschen. Aber die machen dann alle zwei Monate eine Heilungsexerzitien. Das heißt, die werden immer noch mehr krank. Weil wenn du zu sehr bei den Therapeuten rumrutscht, im Grunde, oder bei den Ärzten, die werden alle krank. Du musst es einmal stehen lassen. Und dich versöhnen mit der Vergangenheit. Nicht, dass du noch was isst. Und dann wühlst du wie eine Wühlmaus rum in der Vergangenheit. Da muss noch was sein und da musst du jetzt aufarbeiten. Und sie sind nur noch mit der Vergangenheit beschäftigt. Nur noch mit den Problemen beschäftigt und nicht mit der Schönheit des Glaubens. Und mal, dass du im Alltag das lebst und die Freude am Herrn, wie es auch gekommen ist, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Die Freude. Ich sage also immer, Jesus, ich habe jetzt das ein paar Mal so gemacht, da die Heilungsexerzitien. Wenn du noch irgendwas hast bei mir, dann bringst du schon hoch. Und er hat es immer so hochgebracht, wenn es dran war. Und ich sorge mich nicht mehr um die Vergangenheit. Und hört auf, mit dieser Vergangenheit rumzuwühlen. Ja, ich bin so verletzt und so weiter. Sagt, dann bring es mal Jesus, dass es verbrennt in seiner Liebe. Opfer es auf. Sogar was die Ehegatten in der Ehe mitgemacht haben und mit den Kindern. Schenk es. Lass es weggehen. Sonst bist du in der Unruhe, im Unfrieden. Gib's weg und schenk's mir. Und dann kommt die Freude und der Frieden. Opfer es auf. So wie Christus all das, wenn er es nicht abgegeben hätte zum Vater, dieses wahre Opferbrand seiner Liebe, wo er alles hingenommen hat, alles an sich gezogen hat und dem Vater gegeben. Und dann war er frei. Oder hat er gesagt, nein, das muss ich jetzt behalten. Alle Sünden. Er hat sie vernichtet und hat es weggetragen. Er hat es verbrannt in seiner Liebe. Und er ist frei. Und manchmal gehen sie umher, die Leute, und dann hängt all das Zeug drauf. Dann tragen sie sich's nach. Ja, es ist wirklich so. Unfriede kommt daher. Viele sind unterwegs im geistlichen Leben, ganz, ganz wichtig. Die haben einen Wahnsinnsunfrieden, weil sie sich ständig nicht vergeben haben. Sie packen die Sünden aus und die Geschichte und die Schallplatte wird wieder aufgelegt. Bei der nächsten Gelegenheit. Sie haben sich selbst nicht vergeben. Unfrieden ist das Merkmal. Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Depression, Selbstanklage. Du klagst dich selbst an für alle Sünden. Gott hat dir schon lang vergeben, aber du dir selbst nicht. Was ist das Produkt, was ist die Frucht von dieser Geisteshaltung in dir? Unfrieden. Und kein Frieden. Weil der Christ, der nimmt den Erlöser an, danke, dass du mir vergeben hast. Und dann ist es so. Und Gott vergibt und vergisst. Dann kommt Frieden.
Sonst ist immer Selbstvorwurf. Und dann hassen sie sich. Da kommst du in diese Mentalität des Selbsthasses, Selbstverachtung, Selbstanklage, alles Mögliche. Und die Freude geht baden. Ja, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Ja, weißt du, du weißt nicht, wie das Leben hier unten ist. Lieber Gott. Ja, dann gib's doch ab. Und lass es auf dir hängen. Und dann geht die Mühle los. Und dann kommt der Gegenspieler von lieben Gott, der Meister ist der Anklage und der Ankläger unserer Brüder und Schwestern von Anbeginn. Und der feuert hinein. Und er legt Kohlen aufs Feuer. Und da geht's los, das Kopfkino und das Herzkino. Und es hört nicht auf, gerade bei den Frauen, dann in den Gefühlen und Emotionen und all den Verletzungen. Dann gib's ab. Es durfte vielleicht sein. Vielleicht ist dieses Kreuz, das du mitgemacht hast in deinem Leben, eine Weise, dass du diese Wohnung da oben beziehen kannst, die der Vater für dich bestimmt hat. Vielleicht hat er dieses Kreuz dir gegeben. Sagt Jesus nicht, musste das nicht alles geschehen, dass der Menschensohn so in seine Herrlichkeit kommt und jetzt tut es mal wirklich eins zu eins auf dich übertragen. Was in deinem Leben geschehen ist, vielleicht Verwundung, Verletzung, in meinem Leben sind Brüche und alles mögliche Zeug. Das durfte geschehen, weil da oben diese Wohnung bezogen wird, so sagt es Augustinus, der große Kirchenvater, darfst du auch mitleiden. Und wer mit mir leidet, wird auch mit mir verherrlicht. Da können wir mit den schwierigen, schweren Sachen, mit den Verwundungen, Verletzungen umgehen und es sogar schenken. Ich tue mich versöhnen mit dem. Es durfte geschehen. Aber du wandelst es, gerade bei den Älteren. Und da kommt so ein trauriges Gesicht raus, enttäuscht. Noch über den lieben Gott enttäuscht, versteht ihr? Dann geht der Groll nicht nur gegen den Mitmensch, gegen dich selbst, sondern sogar noch gegen Gott. Und dann geht aller Frieden baden. Ja, wisst ihr, ich weiß, von was ich rede. Da gehen wir ganz tief hinein. Kriegserlebnisse. Mein Vater war in der Gefangenschaft. Wie gehst du mit dem um? Dann, was weiter verwundet wurde, was meint ihr? Der Krieg ist weitergegangen in den Familien und durch die Generationen hindurchgegangen. Die Väter sind heimgekommen, haben das gehabt und haben es in die Familien gebracht. Und dann sind sie schlecht mit den Söhnen und den Töchtern umgegangen. Und mit dem Krieg, den sie in sich hatten, der muss mal weg. Der muss weg. Der muss zu Gott, der Fürst des Friedens ist und der den Krieg aus uns herausholt. Alle Unversöhnlichkeit, Unverzeihlichkeit, alles wieder weghaben, damit dieser Friede kommt. Denn wer seinem Bruder und seiner Schwester nicht von Herzen vergibt, den kann Gott nicht vergeben. Da ist immer Unfrieden, wenn ihr nicht vergeben habt. Immer. Bis ins tiefste Mark. Wenn irgendwas ist, und das merkst du gerade daran, wo du nicht vergeben hast, wenn du wieder verwundet wirst, und dann kommt die ganze Schoße hoch. Ja, und dann ist Unfrieden, gell? Dann ist Schicht im Schacht. Dann ist wirklich, dann brennt die Hütte. Schau mal ganz genau nach, was da drin ist und schenk es Jesus. Gib es weg. Lass es herauskommen. Dass es Friede werde. In dir und unter uns. Und dann kannst du im Willen Gottes sein. Immer mehr und immer mehr im Willen Gottes. Merkt ihr, es geht enorm tief. Wir gehen ganz tief in die konkreten Situationen. Wenn euch jetzt was aufgeht, dann bringt es nachher in die Beichte. Oder sagst, hey, da ist noch was bei mir. Da ist jetzt was. Wenn es der Geist hochbringt, dann ist gut. Wenn er nichts hochbringt, dann ist gut. Man muss sich was herausziehen oder die Schallplatte, die schon aufgearbeitet ist in der Seelsorge, schon länger, die musst du nicht noch einmal auflegen. Nicht. Ich mache den Vortrag nicht deswegen.
Das zweite Merkmal ist die demütige und reumütige Haltung. Ganz wichtig, das zweite Merkmal ist eine aufrichtige und ungekünstelte Demut. Gott schaut mit Liebe auf alle diese, die arm und demütig von Herzen sowie voll heiliger und kindlicher Furcht sind. Denn es heißt in der Schrift, den Hochmütigen erkennt er von fern, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Oder was rühmst du dich, was du nicht empfangen hast? Durch die Gnade Gottes sind wir, was wir sind. Dieser Geist der Demut, auch wenn zum Beispiel, das merkt man auch, kommen vielleicht Menschen her und sagen, Herr Pfarrer Fiem, Sie können wirklich gut und so weiter. Man kriegt viele so Komplimente und sagt, ja, ich gebe es weiter. Weil ich bin es nicht. Das, was ihr an mir seht, das ist Jesus. Und das andere ist von mir. Aber ich bin dadurch nicht betrübt, weil er mich als kleines Werkzeug in die Hand nimmt und dass er in den Vordergrund kommt in mir und zu euch spricht. Denn wenn sie euch hören, dann hören sie mich. Und wie geht's weiter? Und den, der mich gesandt hat. Es wurde so gebetet, dass der Geist Gottes durch den Pfarrer Fiem spricht, dass es ein Ereignis ist jetzt, dass Gott zu euch spricht, in der ganzen Kraft des Heiligen Geistes. Und er weiß immer am besten, was ihr braucht. So darf er wieder hineinkommen, da sind wir ganz im Hintergrund. Absolut müssten wir verschwinden, aber wir sind doch voll dabei und nirgends bist du so in der Identität, wie wenn ich hier stehe und zu euch sprechen darf, weil ich ganz in Gott bin und weil ich ganz in Gott sein will. Da fühlst du dich mittendrin. Gut. Aber als kleines Werkzeug. Aber der Herr hat alles in die Hand genommen. Versteht ihr? Das ist gut. Dann kannst du überall gelobt werden, spielt keine Rolle, versteht ihr? Dann schaukelst du dich nicht hoch, wenn du Lob bekommst, weil du gibst sofort es weiter wie Maria. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinem Retter, wenn sie gelobt wird. Übrigens, Maria ist ja wunderbar, sie ist biblisch, gell? Aus ihr, wenn sie gelobt wird, was kommt heraus? Alles Worte aus der Heiligen Schrift. Eine Freude für die Protestanten, eine Freude für die Katholiken. Sie ist bibelfest. Aus ihr kommt im Magnificat. Jedes Wort hat sie entlehnt aus irgendeinem Buch aus dem Alten Testament. Stell dir mal vor, sie wird gelobt und selig werde ich preisen. Wie heißt es jetzt wieder? Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Selig bist du, weil du geglaubt hast, was der Herr dir sagt. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Und mein Geist jubelt über Gott, meinem Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Das ist das Marianische. Diesen Geist der Demut, der muss irgendwo da sein. Nicht eine bucklige Demut, dass du dann schon ganz gezielt redest, ja, dass der andere mich ja demütig findet. Rede ich jetzt so. Das merkst du sofort. Verstehst du? Wenn dann der eine, dann, dass du noch mehr gelobt werden willst. Oder vielleicht noch mehr so, ach, das braucht ständig diese. Vielleicht ist manchmal auch so, dass einige in der Kindheit nicht gelobt wurden. Wisst ihr, dann kommt das heraus. Dann wollen sie ständig nachhaben. Aber er tut jeden Menschen überlasten, wenn ihr es von Menschen auffüllen lässt. Gott muss es auffüllen, wenn du es die Liebe von deiner Mama und von deinem Papa oder sonst wo nicht bekommen hast, dann tritt Gott dafür ein. Was für Wunder haben wir in den Seelsorgen, wenn wir diese Liebe hineinbeten in den Menschen, die sie von der Ursprungsfamilie oder von den Ehegatten nicht bekommen haben. Auch wenn du es vom Ehegatten nicht bekommen hast, du hast immer noch einen Bräutigam, der diese Stelle und diese Liebe dir ersetzen kann. Ich weiß noch mal einen Fall, da habe ich es bei einer Frau gemacht und du hast Jesus als Bräutigam und sie ist wirklich verwundet worden vom eigenen Bräutigam im Leben. Wirklich,
schlimm. Aber was da passiert ist, für ein Wunder, wo ich einfach gebetet habe, Jesus, schenk ihr es doch. Du bist der Bräutigam ihrer Seele. Und dann ist es eine Liebe in sie hinein. Die hat nur noch nach Luft geschnappt. Ja, dann ist sie drin, verstehst du? Da brauchst du sie irgendwo holen. Dann hört die Betrübnis auf. Dann hast du sie bekommen. Dann brauchst du sie nicht bei einem Vater holen, irgendwo einen Ersatzvater, wenn der Vater dir die Liebe und die Anerkennung nicht gegeben hat. Dann holst du sie beim Vater im Himmel. Und bei Jesus, beim Heiligen Geist und Maria. Die tritt ein für die eigene Mutter, wenn du es nicht bekommen hast. Ganz wichtig. Also diese demütige und reumütige Haltung, die muss immer da sein. Wir sind nicht jene, die da über allem stehen, sondern wir brauchen diese demütige Haltung, die echte, ungekünstelte Demut, die einfach so ist. Wir sind Kinder Gottes. Herr, ohne dich kann ich nichts tun, aber mit dir alles. Merkt ihr? Das ist genau das. Mit dir alles. Das müssten jetzt mal ein paar Katholiken sich wirklich und Christen auf die Fahnen schreiben. Dann stehen wir wieder auf als missionarische Kirche in Deutschland. Und sonst werden wir untergehen. Mit dir alles. Ohne dich nichts. Und dann sagen sie, ja, ohne dich nichts. Und dann geht alles davon, gell? Und irgendwann ist nichts mehr da von der Kirche, weil keiner sich mehr traut. Mit dir alles. Und du darfst alles durch mich tun. Von meiner Schwachheit fürchte ich alles, aber von deiner Kraft erhoffe ich alles. Merkt ihr? Diese Worte müssen kommen aus der Schrift, dass du das untermauern kannst. Das ist das Kriterium, Merkmale, wo du unterscheiden kannst, auch bei den anderen. Vielleicht sind auch Verwundungen unten drin. Gell? Ich will nicht verurteilen. Manchmal können die Menschen, die alles aus dir raussaugen kannst, die docken an und saugen dich aus. Kennt ihr die Menschen? Die suchen es bei Menschen anstatt bei Gott, was sie nicht bekommen haben. Dann saugen sie dich aus. Es können Freundinnen sein, es können alle möglichen Leute sein, es kann die eigene Mutter sein, die es vom eigenen Mann nicht bekommen hat, dann muss die Tochter herhalten. Oder der eigene Sohn muss herhalten, dann wird der ausgesaugt. Du bist der Ersatz-Ehegatte. Geht nicht. Wir haben tiefste Verwundungen, furchtbar. Geht nicht. Und dann werden die Jugendlichen, wenn es so gemacht wird, aggressiv gegen die eigene Mutter und dann sagen sie, ich tue doch der nur Gutes oder dem. Aber du bindest sie als Ersatz-Ehegatte. Und dann regst du dich noch auf, dass sie aggressiv werden. Sie werden mit Recht aggressiv, weil du ihre Freiheit beschneidest. Weil sie sind auch da, dass sie ihr Leben in die Hand nehmen und auch vielleicht zu Christus Ja sagen oder in der Ehe Ja sagen zum anderen. Das können sie aber nicht, wenn sie noch gebunden sind. Können sie nicht. Ja, du bist das Eigentum von mir. Nein, nein, nein. Die Kinder sind nicht das Eigentum von den Eltern. Die Kinder sind das Eigentum Gottes. Geh da mal rein, das sind wahnsinnige Bindungen. Ich habe mal so ein junger Mann, ich habe vielleicht 30 Jahre oder 25 Jahre, ich weiß nicht mehr genau, erlebt. Und dann habe ich gemerkt, ja, da ist eine Bindung. Dann habe ich gebetet, dass diese Bindungen durchtrennt werden müssen. Das müssen wir wissen im Befreiungsdienst. Es muss durchtrennt werden und auch eine Mauer des kostbaren Blutes dazwischen gestellt, dass da Christus alles, dass nur das Gute durchgeht und das Negative, was bindet, weggeht. Gell? Und nicht mehr durchkommt. Und dann ruft er mir den nächsten Tag an, sagt, Herr Pfarrer Fim, Sie können sich nicht vorstellen, ich könnte Bäume rausreißen. So eine Kraft habe ich in mir. Jetzt spüre ich meine Identität als Mann. Weil diese Bindung durch war und vorher war ein halbes Elend. Gebrochene Existenz.
Wisst ihr, was das ist? Bei den Ehegatten. Wenn sie da kommen, ja, mein Mann ist immer mit der Mama noch verheiratet. Wegen jedem Kinkerlitz läuft er dorthin, zu mir nicht. Ich bin allein in der Ehe. Oder umgekehrt genauso. Furchtbar. Weil die Bindung zu stark ist zu der Mama oder zum Papa, wenn es eine Tochter ist oder so oder irgendwie, wie die Konstellationen sind. Und da kann es nie eine echte Ehe geben. Eine richtige Partnerschaft. Weil in der Schrift steht, meine Lieben, er muss Vater und Mutter verlassen. Und dann wird er anhangen. Dann die Eltern nichts darin zu suchen. Nur zu helfen, aber loszulassen. Da wird so viel falsch gemacht, gell? Demütige und reumütige Haltung, die stolze Haltung, das Merkmal des bösen Geistes, dagegen ist entweder ein offener Stolz oder eine falsche Demut. Man hält sich für äußerst weise und will mit großen Dingen zu tun haben. Deswegen heißt es in der Schrift, suche nicht nach Dingen, die dir zu wunderbar und zu hoch sind. Ganz wichtig. Gell? Sondern diese stolze Haltung, auch wenn es um Glaubensfragen geht, wenn einer irgendwie stolz ist und nichts sich sagen lässt, furchtbar. Und auch nicht mal sagt, ja gut, das hat jetzt die Kirche festgestellt, hier ist der Glaube. Nein, ich habe eine eigene Auffassung, das bin ich. Das ist ein Stolz. Versteht ihr? Ein Stolz. Sie lassen sich nicht belehren. Das ist ein widergöttlicher Geist, dann siehst du es. Dann lassen wir uns nicht belehren, ich bin dann das Lehramt oder ich bin der kleine Herrgott und ich mache meine eigenen Gesetze und die Gebote Gottes, meine Lieben, so wie es manchmal auch Tendenzen jetzt in der Kirche sind, ja, wir machen unsere eigenen Gebote. Die Gebote Gottes kann man den Leuten nicht mehr zumuten, auch die Moral kann man den Leuten nicht mehr zumuten heute. Wir machen eine eigene Moral jetzt auf einmal und öffnen wir uns. Man sagt, ja, wer weiß jetzt mehr Bescheid vom Menschen? Was gut ist für den Menschen, was schlecht ist für den Menschen? Der Mensch selbst oder Gott? Merkt ihr? Das ist Stolz. Das ist der widergöttliche Geist. Der ist dermaßen in die Kirche eingedrungen. Jetzt machen wir selber unser Glauben. Wir schreiben die Heilige Schrift sogar um. Wir machen eine neue Moral. Dass die Leute uns zujubeln, dass sie uns loben, aber steht doch in der Heiligen Schrift, weh, wenn sie euch loben. Ich heißt es nicht in der Heiligen Schrift, oh, da komme ich noch später drauf. Sie werden Lehrer suchen, die den Ohren schmeicheln. Man wird die Wahrheit als Lüge und die Lüge als Wahrheit hinstellen. Hoho. Geht mal in das Kriterium hinein. Dann merkt ihr, wo der falsche und der widergöttliche Geist ist, und der jetzt gerade die Kirche befällt wie ein Krebsgeschwür. Anstatt, dass wir da bleiben bei Christus. Also das Dritte, ein festes Gottvertrauen, ganz wichtig, in Gott. Und vor allen Dingen, Gott ist gut, er ist nicht böse, Gott ist Licht und keine Wahrheit ist, schau mal, Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Er ist nicht Lüge, sondern die Wahrheit. Da ist nichts in Gott. Und man schiebt manchmal Gott unter, der meint es nicht gut mit mir. Und da geht alles Vertrauen in Gott baden. Wenn ich diese Prämissen, also diese klaren Blöcke, nicht in meinem Leben postiere, Gott ist gut, Gott ist Licht, Gott ist Liebe, in ihm ist keine Finsternis, wenn ich da eine Theologie ausarbeite und irgendwas mache, wo ich dann ständig nur das Schlechte sehe. Versteht ihr? Das Bodenpersonal, das kann immer versagen da unten. Und es hat auch genug versagt. Aber Gott hat mit diesem Bodenpersonal will er arbeiten, dass wir immer mehr in ihn uns verwirklichen oder dass er sich in uns verwirklichen kann. Das ist wahre Selbstverwirklichung. Dass du zulässt, dass Gott sich in dir verwirklichen kann. Das ist wahre Selbstverwirklichung. In der Welt hörst du das Gegenteil. Verwirkliche dich selbst. Aber nur aus dich und durch dich. Hier ist was anderes. Gott darf sich in dir verwirklichen. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Du lässt es zu aus Liebe, weil du ihn als Vollkommenheit erkannt hast, dass er sich in dir verwirklichen kann.
Genau. Also dieses Gottvertrauen, das andere ist die falsche Sicherheit, die Vermessenheit oder der Zweifel, wenn du Menschen wirklich triffst, die nur in der Verzweiflung sind und nur alles anzweifeln, in einer totalen Kritiksucht. Versteht ihr? Das ist nicht der göttliche Geist. Ein biegsamer Wille als viertes, sehr, sehr wichtig, denn dieser Wille, wo auch Christus gerungen hat auf dem Ölberg, dreimal ist er hingegangen, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wer weiß, was gut ist für den Menschen? Weißt du, was gut ist für dich? Ich habe das aufgegeben. Ich weiß nicht, was gut ist für mich. Gott weiß es. Da muss ich ihn kennenlernen, dass ich erkenne, was gut ist für mich. Versteht ihr? Dass ich meinen kleinen Willen an seinen Willen angleiche. Das ist der Wille des Vaters, dass ihr an den glaubt, den der Vater gesandt hat. Dass du hingehst und das machst, dass das einfach so ohne Widerstand läuft. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Dann die gute Absicht bei allen Werken, meine Lieben. Das ist sehr, sehr wichtig. Die gute Absicht. Im Willen Gottes habe ich es begonnen und ich werde aufhören in dem, dass ich es Gott anvertraut habe. Auch wenn ich manchmal falsch liege und dann was dazu lerne, dann bin ich auch so demütig, das wieder anzunehmen, um zu lernen. Von dem, wo ich jetzt eben, in dem, wo ich jetzt durchlaufen bin, etwas gelernt habe. Das ist auch das Biegsame, das Hineingleiten in das. Ich sage, jetzt lerne ich. Wir lernen alle. Keiner ist vom Himmel gefallen, kein Meister ist vom Himmel gefallen. Wir dürfen alle lernen und sitzen da in einem Boot. Dann, das Gegenteil ist die schlechte Absicht, dass ich eben diese, dass der böse Geist hat. Man muss immer, was ist die Absicht? Wer fastet, betet oder Almosen gibt, um dem Menschen zu gefallen, tut es nur aus eigener Ehre und hat somit seinen Lohn bereits erhalten. Was ist die Absicht? Das siehst du und das muss mit dem Willen Gottes einhergehen. Nicht, dass du deine eigene Ehre suchst, dann tust du alles reinstopfen in dich. Alles. Dann die Geduld ist etwas ganz Wichtiges. Der widergöttliche Geist ist immer ungeduldig. Der Satan, der prescht hier heraus und ist immer ungeduldig. Der göttliche Geist ist geduldig. Ganz, ganz wichtig. Ein wichtiges Kriterium, die Leute mal genau anzuschauen, ob sie so sind, da muss sie auf den Punkt bringen, auch mal Nein sagen und dann wirst du schon merken, was kommt jetzt aus ihnen raus. Und wenn die da rausschießen ohne Ende, da weißt du, oh, jetzt musst du mal Acht geben. Wo ist jetzt der wahre göttliche Geist? Die sind manchmal sehr human, versteht ihr? Lachen dich an, aber sie sind nicht dann tolerant. Das finden wir sogar noch in dem toleranten Geist, sogar innerhalb der Kirche, sogar im religiösen Bereich. Tolerant sind sie nach allen Richtungen, nur nicht nach der Richtung, die nach dem wahren Glauben, nach dem überlieferten Glauben, wenn einer das vertritt, dann werden sie ungemütlich. Dann schießen sie zurück. Und dann werden die manchmal so dermaßen aggressiv und böse, ja, was ist jetzt los mit eurer Toleranz? Oder mal mit, wenn du mich jetzt wenigstens als Feind siehst, dann musst du mal die Feindesliebe zu mir leben. Von uns verlangst du es auch, wenn du anders denkst und wenn wir vor Weltmenschen stehen, dass wir die nicht umrasieren. Auch geduldig zu sein. Unterscheidet genau. Da siehst du auch dermaßen viel in der Kirche im Moment, was da für ein Geist, ein widergöttlicher Geist, bis in die Kirche hineingedrungen ist. Ja. Dann ist nichts mehr mit Toleranz. Gell? Nichts mehr. Genau.
Siebtens, der freiwillige innerliche Abtötung. Also Abtötung in dem, dass du dich, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich, so folge er mir nach. Das ist immer der wahre Geist, der sich auch in der Weise, in guter Weise auch hinterfragt und sagt, gehe ich dem Vater lieber? Und du hast die Erbsünde in dir. Und ich muss auch die Sünde, die manchmal im Fleische sehr stark drin steckt, wie Jesus es sagt, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, musst du dich überwinden. Das ist der gute Geist. Und der andere, der will alles tun. Oh, den haben wir in der Welt. Alle Leidenschaften, alle Begierden, Hedonismus, Genderideologie, totale Versexualisierung. Das ist der widergöttliche Geist, der am Werk ist, versteht ihr? Und den dürfen wir nicht in die Kirche hineinlassen. Denn wir haben nicht einen Geist empfangen der Furcht oder der Angst oder der Verzagtheit, der Weltgeist, sondern den Heiligen Geist, der sich an Gebot und an das Wort Gottes hält. Da müssen wir aufpassen. Die Abtötung, die gute Abtötung, versteht ihr? Ich ertöte die Begierden und Leidenschaften des Fleisches durch den Geist, der in uns wohnt. Ja? Und sonst, wenn du die Abgründe des Fleisches öffnest, dann kriegst du sie nicht mehr los. Und die Geister, die du rufst, kriegst du nicht mehr los. Wisst ihr, eine neue Moralvorstellung und eine moderne Moralvorstellung, die nichts mehr mit dem Wort Gottes einhergeht, können wir leicht einführen. Aber was öffnest du dann für tiefste Gräben? Wir haben ja eh schon fast wie Sodom und Gomorra. Geht doch mal ins Internet, was da alles abgeht. Die One-Night-Stands und die ganzen sexuellen Kontakte und. Wir haben einen Abgrund, weil wir nicht das Wort Gottes verkündet haben. Weil wir nicht Weisung gegeben haben. Was ist die Abtötung, die gute? Geschwiegen haben. Stumme Hunde sind, auch wir Priester. Und die Hirten auch. Das ist nicht der gute Geist, versteht ihr? Achtens, Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit und Einfalt. Ganz wichtig, die Wahrhaftigkeit, durch und durch wahr zu sein und ehrlich auch zu sich und den anderen so zu betrachten, aber immer in dieser Gütigkeit, in dieser tiefen Liebe. Das andere ist Falschheit. Die Kinder verstehen das ganz gut. Die Kinder spüren genau, wenn einer falsch ist. Die Vorstellung der Heuchelei, wenn geheuchelt wird, das ist der widergöttliche Geist. Du spürst es aber, da haben wir einen Sensus in uns, wo du es genau spürst. Dieser Mensch vielleicht so überfreundlich, süßlich, meine Mama hat immer gesagt, wenn so einer schon auf dich zukommt, so übersüßlich, dann gib Acht. Stimmt's, gell? Die Älteren wissen's. Es war noch eine gute Schule, gell? Ja? Sondern wenn einer ehrlich ist, versteht ihr, ehrlich, wahrhaftig, er hält sich daran. Das ist der wahre Geist. Ja? Auch die Freiheit des Geistes, neuntens, ist ganz wichtig, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Ich sage es euch, ich fühle mich so frei, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenn ich das Wort Gottes verkünden darf, fühle ich mich frei. Spüre ich eine innere Kraft und Freiheit, auch wenn ich manchmal total kaputt bin. Aber jetzt muss der Vortrag wieder gehalten werden. Und dann spüre ich diese Freiheit, die von Gott kommt. Denn in der Wahrheit liegt halt eine Kraft. Und in der Ruhe liegt die Kraft. Na? Und das andere ist die unordentliche Anhänglichkeit. Das ist genau die Bindungen. Und überall in Sünden, in Personen und alles Mögliche, das gegen das Gebot Gottes ist, versteht ihr? Ich glaube, wir müssen wieder einfach auf das solide Gute zurück. Das baut die Gesellschaft auf und wir lügen uns oft einmal eins in die Tasche und meinen, jetzt irgendwo zu buhlen mit dem Zeitgeist und den Zeitgeist anzubeten. Hey, die Kirche muss und darf, und sie ist außersehen,
dass sie die Menschen aus diesem Zeitgeist herausholt und vergöttlicht. Nicht, dass wir umkehren zur Welt, sondern zu Gott. Wir müssen sie vergöttlichen, die Menschen. Und nicht, dass wir der Welt nachfolgen. Nein, wir haben sie bekommen, dass sie dann Gott nachfolgen. Und nicht der Welt. Zehntens, Verlangen nach der Nachfolge Christi. Das ist, wo ich jetzt gesagt habe, ja, der Nachfolge Christi. Ich will ihm ähnlich werden, meinem Jesus. Das Streben nach guter Heiligkeit, das heißt, du bist heil innen drin. Heiligkeit ist heil geworden, gesund gemacht. Du bist gut geworden innerlich, weil Gott dich gut gemacht hat. Das ist der gute Geist. Das Gegenteil, die Abwendung von der Nachfolge Christi. Ich tue und lasse, was ich will. Ich bin mir selbst Gott. Ich sage, was ich will, aber dann lebst du nur auf Kosten des anderen. Hier haben wir diesen egoistischen Geist, diesen hedonistischen Geist, diesen lustorientierten Geist. Der andere ist eine Ware, der andere ist ein Gebrauchsgegenstand, da wird er weggemacht. Hauptsache, ich bin befriedigt. Ja, ihr seht das, auch in der Intelligenz wäre das, ich lebe auf Kosten der anderen, das ist eben nicht gut. Ja? Das wäre die Abwendung von der Nachfolge Jesu Christi. Dann das Elfte, das Letzte, oh, sehr pünktlich, ja. Elfte, sanfte, gütige und eigennützige Liebe. Sanfte, gütige und uneigennützige Liebe. Sie sucht nicht sich selbst, sie liebt. Gott liebt. Auch wenn man vieles Böse um sich hat. Du liebst einfach. Du hörst nicht auf zu lieben. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Verbittern, sie trägt das Böse nicht nach. Sie glaubt alles, hofft alles, hält allem stand, hört niemals auf. Sie ist eben die Gütige, die Milde. Sie überfordert den anderen nicht. Sie trägt das Böse nicht nach. Und sie erfreut sich an der Wahrheit. Das ist die schöne, sanfte, gütige, uneigennützige Liebe. Dagegen die falsche Liebe und der falsche Eifer, das Merkmal des bösen Geistes ist falsche Liebe und falscher Eifer, der zornige, trübe und ruhelose Eifer stört den Frieden und verletzt die brüderliche und geschwisterliche Liebe. Diese Menschen regen sich über die Fehler anderer unmäßig auf. Sie sehen den Splitter im Auge des anderen, aber den eigenen Balken nicht. Sie kritteln alles an, sie murren über Hausgenossen, es ist fast nicht auszuhalten, wenn du so Leute um dich hast, wo diese Atmosphäre der Liebe, wenn wir oft Exerzitien haben, das aufzubauen und dann, wo du spürst, jetzt lieben sie. Sie lieben. Einfach so. Es strömt und der Herr hat sie zur Liebe gemacht. Das ist der göttliche Geist. Oder in einem, jetzt gehen wir wieder nach ins Heilige Land, wenn dann die Gruppe unterwegs ist und alle beichten gegangen sind und alle im Wort Gottes belehrt wurden und das in sie kam. Auf einmal lieben sie in der Gruppe. Die Gruppe geht durch wie Brüder und Schwestern. Du denkst, die lieben sich mehr wie in meiner eigenen Familie. Untereinander. Gott schenkt's. Ich weiß noch, als Priesteramtskandidat bin ich dann mit 50 Jugendlichen im Heiligen Land gewesen, auch so nach Italien gefahren. Und wir haben eine Gemeinschaft gehabt. Das ist dieses Stiftende, das von Gott kommt. Du fühlst dich zu Hause, wir sind Brüder und Schwestern. Das ist der Geist Gottes. Und alles andere zerstört. Und wie oft haben wir das um uns herum, gell?
Aber wie wichtig ist dieser Sauerteig, versteht ihr? Jetzt habt ihr ein bisschen Kriterien, ganz kurz, bekommen, um ein bisschen mehr zu unterscheiden, versteht ihr? Sensibilisiert zu werden, um den Weg der Liebe zu gehen, letztlich, versteht ihr? Den Weg der Liebe zu gehen. Und die Unterscheidung der Geister machen wir nur, dass wir auch diese negative Seite anschauen, dass wir auf dem Kurs bleiben. Und eines ist wichtig, die Liebe tut dem anderen nichts Böses. Und die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und in deinem Licht, Jesus, schauen wir das Licht, was gut ist für den anderen und für dich. Und in diesem Licht schauen wir auch, was Gott will von dir, was du tun sollst. Das ist es, versteht ihr? Nehmt es an, es ist etwas Schönes, mit diesen Kriterien, ein bisschen diesen Merkmalen unterwegs zu sein. Einfach so anzuwenden, ganz ruhig. Nicht aggressiv, versteht ihr? Nicht jetzt den anderen wieder zurecht, sondern ja, da bist du voll neben der Mütze und so weiter. Sagt, lebe es vor. Lebe es vor, so wie es mal bei der Post war so. Der eine war jetzt immer so mufflig und hat überhaupt, ich bin Briefträger gewesen, versteht ihr, 12 Jahre. Und der war immer so mufflig und war immer unzufrieden und war nicht freundlich und so weiter. Und da musste ich ihn anlernen. Und ich bin so hingegangen, das ist mein badisches Temperament, so freundlich zu sein und so einen schönen Tag und so weiter. Und wie geht's, schön und so. Das ist diese Freundlichkeit. Dann sagt er zu mir, ist das echt? Und dann habe ich gesagt, warum stellst du diese Frage? Ich bin immer so. Und dann habe ich nachher gehört, dass er auch begonnen hat. Weil er spürte, so wie du den Wald hineinschreist, so kommt es wieder zurück. Und er hat es angenommen und er hat sich verändert. Und du veränderst den anderen nicht, wenn du sagst, hey, und ich will, dass du dich änderst. Du musst das Licht vorleben. Das Licht sollst du vorleben. Die Liebe und die Güte und die Barmherzigkeit, die Sanftmut und das Freundliche und das Lichtvolle. Euer Blick soll doch gerichtet sein auf das Schöne, das Wahre, das Gute, das Eine, was den Menschen erhebt und nicht runterzieht. Darauf soll euer Blick gerichtet sein. Und dann, wenn einer einen guten Willen hat, geht er nach und tut es auch. Ich habe mich so gefreut. Ich habe nicht gesagt, mach das genauso, sondern ich habe es einfach getan. Wer die Wahrheit tut, kommt zum Licht und er verbreitet Licht. Allmächtiger Gott, wir loben und preisen dich, dass du uns den Heiligen Geist gesandt hast und so tief eingeführt hast und danken dir, dass du uns berühren willst, dass wir diese Merkmale ganz tief verankern dürfen in unserem Herzen und wir daraus leben. Und der Heilige Geist darf uns an alles erinnern, was du gesagt hast, was wichtig ist für unser Leben. Dazu segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Preist den Herrn.